Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Großer Freiheit TV. Ja, heute möchte ich wieder ein spannendes Buch vorstellen und zwar geht es dabei um den amerikanischen Zahnarzt und Ernährungswissenschaftler Weston Price, der in den 1930er Jahren durch die Welt gereist ist und sich da Naturvölker angeschaut hat, die in den längsten Winkeln der Welt gewohnt haben und hat sich dabei angeschaut, wie ernähren sich diese Naturvölker und wie verändert sich das alles bei denen, als dann die moderne Ernährung da Einzug gehalten hat. Und zwar ist es hier dieses Buch, das ist es in Englisch, Nutrition and Physical Degeneration. Weil es halt ein Amerikaner ist, habe ich es mir direkt in dem Original gekauft. Es gibt es auch auf Deutsch, ich blende es hier mal ein. Da heißt es Ernährung und körperliche Degeneration, die schockierende Feldstudie über den Schaden, den die moderne industrielle Nahrung unserer Gesundheit zugefügt hat. Wo war Weston Price da so? Er war im Lötschental in der Schweiz. Er hat sich die Eskimos in Alaska angeschaut. Er hat sich die amerikanischen Ureinwohner in Kanada und in den USA angeschaut. Er hat sich die Stämme im Pazifik angeschaut, Stämme in Ost- und Zentralafrika, die Aborigines in Australien, die Maoris in Neuseeland. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, insofern nicht wundern, wenn ich nach unten schaue. Und in der Schweiz im Lötschental, da die Schweiz, also dieses Tal, das war sehr entlegen damals immer. Das war, ich war noch nie da, ich kann nur darüber berichten, was ich da gelesen habe. Das war damals von Bergketten umzingelt, dass es da sehr schwer zu erreichen war. Wirklich dann immer nur im Sommer, wenn die Bergketten, wenn da oben kein Schnee drauf war. Und deswegen haben die noch lange sehr ursprünglich gelebt. Als er dann da war, hat er gesehen, dass sie sich hauptsächlich von Roggen Vollkornbrot ernährt haben, wo sie dann auch immer ihren Käse draufgepackt haben. Der Käse war dann fast immer so groß wie das Brot selbst. Und dazu gab es dann immer frische Kuh- und Ziegenmilch. Fleisch gab es da nicht ganz so oft, das haben sie nur einmal die Woche gegessen. Und bei diesem Volk oder bei diesem Tal, bei diesen Menschen, da haben nur ein paar tausend Menschen gewohnt, da ist ihm aufgefallen, dass ihm bei allen anderen Naturvölkern auch aufgefallen ist, dass die ja eine vorbildliche Statur hatten, dass sie groß gewachsen sind, dass sie auch ja sehr freundlich, sehr offen waren, halt einfach die perfekten Menschen, wie man sich die vorstellt. Sie hatten einen ausgezeichneten Körperbau, es gab da die Geburten, die waren unproblematisch, sie waren emotional sehr stabil und sie waren frei von Krankheiten wie Karies und Tuberkulose. Weston Price hat sich da auch vor allem dafür interessiert, wie hat sich das dann verändert, als dann die moderne Ernährung da Einzug gehalten hat. Er hatte auch damals in seiner Praxis schon gesehen, dass die Kinder immer mehr Karies haben, immer kränker sind, immer ungesünder sind und ist dann deswegen, das war seine, ja, sozusagen sein Beweggrund, weswegen er auf große Reise gegangen ist. Und in diesen entlegenen Gegenden konnte man dann sehen, sobald sie dann entschossen worden sind, jetzt hatten wir gerade das Beispiel mit diesem Tal in der Schweiz, da wurde dann, wenn ich mich recht erinnere, ein Tunnel gebaut und als dann der Tunnel kam, dann hat man auch aus der großen weiten Welt, hat man dann Schokolade bekommen, Weißmehlprodukte bekommen, pasteurisierte Milch bekommen und so weiter. Und da hat er dann bei allen Völkern, hat er dann gesehen, dass sobald sie dann diese zivilisierte Nahrung bekommen haben, dass dann der Körperbau nicht mehr so gut war. Er als Zahnarzt hat da vor allem darauf geachtet, wie sich ja die Kiefer entwickelt haben, wie sich allgemein so die ganze Statur entwickelt hat. Er als Zahnarzt, ihm ist dann auch aufgefallen, dass Karies um sich gegriffen hat. Er hat sich dann ganz genau die Zähne angeschaut. Ich blende das hier auch mal ein, was er da immer für Fotos gemacht hat. Ist auch ja ganz interessant zu sehen. Ihm ist auch aufgefallen, dass dann mit der neuen Nahrung die Geburten auch weniger oder beziehungsweise immer mehr Komplikationen hatten. Sie haben dann unter Schmerzen stattgefunden. Er zitiert auch mehrere Ärzte, die dann sagen, ja vorher, da ist die Geburt halt einfach, es waren keine Schmerzen, es ist ganz schnell abgelaufen. Der berichtet ja zum Beispiel von einer amerikanischen Ureinwohnerin,
die die hat dann nachts dann auf einmal gemerkt, jetzt kommt das Kind gleich, die lag halt bei ihrem Ehemann im Bett, hat sich dann kurz rausgeschlichen, ist ins Nebenzimmer gegangen und am nächsten Morgen hat sie ihren Mann dann mit dem Kind im Arm begrüßt. Ich glaube, das gibt's heute sehr selten. Da wird ja auch um die Geburt wird ja auch ein Riesenakt drum gemacht. Dann muss man immer ins Krankenhaus und ein grelles Licht und da wird meiner Meinung nach alles sehr entfremdet. Er hat halt auch gesehen, dass die emotionale Stabilität, so wie es vorher war, die hat immer mehr nachgelassen. Er hat halt immer mehr gesehen, dass sich die Gehirne der Menschen nicht gut entwickeln, dass dadurch auch die Menschen immer krimineller werden. Im Lötschental gab es auch keine Polizei, es gab keine Gefängnisse, weil man das nicht benötigt hat. Und wie auch gerade schon mal kurz angedeutet, er hat dann halt auch gesehen, Karies hat immer mehr um sich gegriffen, Tuberkulose hat auch immer mehr um sich gegriffen, da auch damals zu der Zeit ist viel, gab es viel Tuberkulose und da waren halt diese entlegenen Völker, waren komplett davon verschont. Bei Tuberkulose habe ich jetzt überhaupt nicht genau reingeschaut, aber ich wette, man sagt, das sind irgendwelche Viren oder Bakterien, die da um sich greifen. Man vernachlässigt aber immer andere Sachen und in diesem Fall die Ernährung. Auch jetzt sehen wir gerade bei diesem Corona-Wahn, man spricht die ganze Zeit nur von, wie kann man Infektionen verhindern. Da habe ich ja auch hier dieses wichtige Video gemacht, hier unerklärliche Corona-Fälle, wo man einfach sieht, dass es da sehr viele Widersprüche gibt bei der Infektionstheorie. Aber man schaut sich einfach überhaupt nicht an, wie kann man die Menschen gesünder machen. Da hat ja auch das, hier habe ich auch mal einen Post dazu bei Telegram geteilt, schaut auch mal gerne rein. Man sieht eigentlich, dass man von Anfang an überhaupt nicht gesagt hat, hey, ernährt euch gesund, achtet auf eure Gesundheit, dann kann euch auch keine Krankheit irgendwas anhaben, dann bleibt ihr gesund. Aber offenbar hatte man da kein Interesse dran. Was war dann für Weston Price die Nahrung, die die Menschen krank gemacht hat? Das war dann vor allem Zucker, Weißmehl, pasteurisierte und homogenisierte Milch, dazu gleich nochmal mehr, Dosenobst und raffinierte und gehärtete Pflanzenöle. Ja, pasteurisierte Milch, auch Pasteur, wie der Name schon sagt, kommt das von Louis Pasteur. Wenn ich mich recht erinnere, hat man damals halt zur Zeit der Cholera hat man gesagt, hey, durch die Milch werden diese Cholera-Bakterien übertragen. Wir müssen die Milch jetzt erhitzen. Wir müssen da alle Keime und alle Krankheitserreger müssen wir abtöten. Pasteurisierung, schaut es genau nach, ist ja, man erhitzt das, glaube ich, auf 60 oder 80 Grad für irgendwie 60, 80 Sekunden. Homogenisierung macht man im Nachhinein nochmal, um das dann länger haltbar zu machen. Und das führt natürlich dazu, dass die Milch, ja, dass da gar keine Nährstoffe mehr drin sind. Milch kann man sich auch nochmal drüber unterhalten, da gleich nochmal zum Schluss mehr dazu. Was ist Weston Price dann noch aufgefallen? Er hat bei den Naturvölkern immer gesehen, dass sie die Tiere ganz essen, nicht so wie heute, dass wir von den Tieren nur die Filetstücke essen. Er schreibt, dass die Filetstücke damals den Tieren gegeben wurde, dass sie das an die Hunde verfüttert haben, dass sie vor allem auch die Organe gegessen haben. Er beschreibt das zum Beispiel auch, er hat da beobachtet in Afrika, wie Löwen ein Zebra gegessen haben. Da haben sie sich einfach bei dem Bauch durchgefressen, bis sie dann beim Darm waren, bei der Niere waren, beim Herz waren. Die Organe, die sind offenbar, haben die meisten Nährstoffe und heute, ja, ich will mal sagen, wann hast du zuletzt Herz gegessen, wann hast du zuletzt Leber gegessen? Also bei mir, okay, Leberwurst habe ich mal gegessen, aber ich denke mal, auch das, was man früher gemacht hat, das beschreibt Weston Price auch, so wie Knochen kochen, mit in die Suppe machen, das ist heute, ja, macht man überhaupt nicht mehr. Und vor allem, er schreibt, dass ein großer Teil der tierischen Produkte roh gegessen wurde. Heute kocht man Fleisch, brät man Fleisch, dazu später nochmal mehr. Es gibt auch hier bei der Weston Price Foundation auf der Homepage, da wurde zusammengefasst, was denn da so die wichtigsten Punkte sind nach den
nach den Studien von Western Price, Studien, man kann jetzt natürlich sagen, der eine oder andere wird sagen, ja, das sind ja keine richtigen Kontrollstudien, es gab ja keine Vergleichsgruppen. Natürlich, klar, wäre es natürlich am besten zu sagen, hey, wir haben hier 100 Leute, die ernähren sich ursprünglich sozusagen, und dann haben wir 100 Leute, die ernähren sich mit der modernen Ernährung, und dann schauen wir einfach mal, wie das dann nach 20, 30 Jahren aussieht. Da gibt es bestimmt auch Studien, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wenn jemand da was kennt, gerne in die Kommentare. Aber er beschreibt öfter bei Familien, dass dann zum Beispiel bei einer Familie, ich glaube, das war um in Schottland, ist da irgendwie so abgelegene Inseln, wo die Menschen auch noch sehr ursprünglich leben. Er beschreibt da, dass bei einer Familie, die hatten zwei Jungs, der eine Junge, der hat sich dann sehr natürlich noch und ursprünglich ernährt, der andere Junge, der hat dann sich viel Schokolade gegessen, viel Kaffee getrunken, viel gesüßten Kaffee getrunken, und da hat der Vater ihnen dann berichtet, dass er morgens überhaupt nicht aus dem Bett kommt, ja, einfach sehr faul und antriebslos ist. Weston Price hat dann bei ihm auch gesehen, dass in seinem Mund ganz viele Zähne fehlen, dass er ganz viel Karies hat. Hier hat die Weston Price Foundation einfach mal zusammengefasst, was da so wichtig ist. Da schreiben sie, möglichst unverarbeitete Lebensmittel soll man zu sich nehmen, möglichst frisches Obst und Gemüse. Und wenn Milch, dann am besten nur Rohmilch. Rohmilch, dazu gleich nochmal mehr, habe ich dann auch sehr viel zu mir genommen. War auch sehr schwer in Hamburg welche zu kriegen. Wer aus Hamburg kommt, da kann ich den Hof Dannwisch empfehlen. Die sind in Schleswig-Holstein, da hinter Pinneberg. Und die liefern dann nach Hamburg Rohmilch und Rohmilchkäse. Schmeckt sehr gut. Aber wie gesagt, was das bei mir geführt hat, gleich mehr. Und sie sagen, bei Öl dann immer nur kalt gepresstes Öl wie Oliven, Leinen, Sesam oder Kokosöl. So, also das Buch, ich muss sagen, ich fand es sehr spannend. Irgendwann ab der Hälfte wiederholt sich das so ein bisschen. Auch spannend dann zu sehen, wie er so total am Schwärmen ist, vor allem hier von den Aborigines. Hier auf der Titelseite ist dann ein Aborigine zu sehen, wo er dann jedes Mal so ein Schwärmen gerät und sagt, die haben perfekte Zähne, die haben perfekte Kiefer, perfekt alles ausgebildet, die sind so groß, so stark, haben so eine tolle Ausstrahlung, sind so super verbunden mit der Natur. Also das ist einerseits sehr spannend, aber dann andererseits wiederholt sich das dann immer wieder, und man sieht dann doch auch hier nochmal, ich blende das hier nochmal ein, dann immer dieser Fokus auf Zähne, natürlich klar, er ist Zahnarzt. Also ich fand's an einigen Stellen ein bisschen langatmig, wie gesagt, es wird oft wiederholt, aber grundsätzlich kann ich das jedem empfehlen, der sich für Ernährung interessiert und da mal ein bisschen genauer hinschauen will, was denn die natürliche Ernährung ist. Und so kam es dann, ich habe das Buch, glaube ich, im März gelesen und habe dann meine Ernährung noch ein bisschen mehr um Rohmilchprodukte erweitert. Vorher habe ich ja viel Obst, viel Gemüse gegessen, habe versucht, möglichst Rohkost zu mir zu nehmen, möglichst wenig das zu kochen. Durch die Milchprodukte, die ich dann viel zu mir genommen habe, halt jeden Tag bestimmt 1 Liter Rohmilch getrunken, viel Rohmilchkäse dann so im Salat rein. Leberwurst gibt's dann auch gute bei Dannwisch, die ich mir bestellt habe. Und ich habe eigentlich seit bestimmt 10 Jahren habe ich eine Allergie. Die ist aber eigentlich jedes Jahr immer nur so, ich sag mal 1-2 Wochen, wo sie schlimm ist, aber dann dieses Jahr war sie sehr lange, und ich habe mir da nicht unbedingt Gedanken drum gemacht. Also ich muss sagen, erst als dann ein Freund bei mir in Hamburg zu Besuch war, da habe ich übrigens auch bei Telegram ein paar Sprachnachrichten zu gemacht, da war es dann halt sehr schlimm, und da habe ich euch bei Telegram dann auch gefragt, hey, was hilft dagegen? Da haben dann, habt ihr dann, oder viele Leute bei Telegram haben dann gesagt, hey, CDL hilft da gut, CDL hilft auch tatsächlich da sehr gut, hat bei dem Freund, der war dann tatsächlich sehr am Leiden, seine Nase war ständig am Laufen, seine Augen waren gerötet ohne Ende, er hat sich sehr schlecht gefühlt, und mit CDL, was er dann zu sich genommen hat, ich hatte das da im Kühlschrank glücklicherweise,
waren dann die Symptome ja direkt weg. Bei mir ist es dann, hat es dann nicht so gut angeschlagen. Die Symptome sind ein bisschen besser geworden, aber waren nicht direkt weg. Aber das sind halt, das ist halt einfach nur Symptombehandlung. Und lustigerweise, als ich dann diesen Aufruf mit der Allergie gemacht habe, wurde mir dann ja von einer Person aus meinem Umfeld wurde mir dann ein Video von den Gebrüdern Leppe weitergeleitet, die dann über das Thema Allergie gesprochen haben. Und sie sagen, was eigentlich auch meine Recherche ist, dass Krankheit vor allem immer zwei Aspekte hat. Einmal die Ernährung und das andere ist dann Konflikte. Also Ernährung, da haben sie sich dann auf Arnold Ehret, auf die schleimfreie Heilkost bezogen. Und was dann so Psychosomatik angeht, die Konflikte, da beziehen sie sich dann auf Hama und Dalke. Ja, und so war es dann halt einfach, dass ich mich dann auch mit Arnold Ehret beschäftigt habe, dann auch gemerkt habe, hey, die Allergie wurde erst dann so schlimm, als ich wirklich diese Rohmilchprodukte zu mir genommen habe. Und ja, als ich die dann weggelassen habe, ist dann die Allergie auch langsam weggegangen. Teilweise auch, wenn ich dann noch der letzten Käse gegessen habe, habe ich gemerkt, dass ich danach dann so ein bisschen Niesattacken bekommen habe. Arnold Ehret hat mich auch super fasziniert. Da werde ich jetzt ja auch wahrscheinlich nächste Woche hier nochmal ein Video dazu hochladen, wo ich da auch einen spannenden Gast dazu haben werde. Da kann ich einfach nur sagen, was die Ernährung angeht, probiert einfach aus, welche Nahrung für euch am besten ist. Fühlt auch immer, das ist das Allerwichtigste, in euch rein, wie es euch im Magen liegt, wie eure Verdauung ist, wie ihr gerade drauf seid, wie ihr Energie habt. Ja, insofern, das war's von mir mit dieser kurzen Buchvorstellung. Ich bin gespannt, was ihr so für Ernährungsexperimente schon gemacht habt. Ich hatte ja auch viele verschiedene Experimente hinter mir, egal ob Veganismus, kein Alkohol oder Keto oder Low Carb, habe ich alles mögliche ausprobiert. Insofern, ich bin gespannt von euch zu lesen und wir sehen uns beim nächsten Mal mit der Buchvorstellung von Arnold Ehret. Also, bis dann, ciao, ciao.